Bei seinem neuesten Fall begibt sich Sternekoch Frank Rosin in luftige Höhen. Im Berggasthof Roter Kuppel bleiben die Gäste aus, seit Ex-Servicekraft Anja zur Chefin wurde. Die 33-Jährige ist völlig überfordert und ihre Familie steht vor dem Aus. Ich hab die Weihnachten das letzte Mal gesehen, alle drei. Sie soll auch mal zu Hause sein. Frank Rosin gerät direkt zwischen die Fronten. Service gegen Küche. Das Problem mit meinem Koch ist Unzuverlässigkeit und dass er vieles nicht kann. Vorbereitungen werden mittlerweile von anderen Köchen gemacht. Ich mach's eigentlich nur noch warm und bis raus. Fragliche Arbeitsbedingungen und große Emotionen. Die Anja hat kein Vertrauen mehr zum Dennis. Dennis, du lügst von A bis Z. Wie hier in der perfekten Scheißküche und musst selber kochen. Ich hab Angst, wieder alleine. Dann schmeißt du noch raus. Dann sag ihm jetzt, dass er gehen soll. Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und ist der beste TV-Koch Deutschlands. Der Zwei-Sterne-Gastronom hat schon vielen Lokalen beim Neustart geholfen. Kann Frank Rosin den Berggasthof noch retten? Heute verschlägte Sternekoch Frank Rosin in die Rhön. Das Mittelgebirge befindet sich im sogenannten Dreiländereck, wo die Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen aneinander grenzen. Wir sind in der Rhön. Wunderschönes Gebiet, tolle Schneelandschaft, hier kann man Skifahren, Langlauf und vor allen Dingen im Frühling und Sommer astreines Wandergebiet. Schönen guten Morgen. Hi. So, der Berg heißt Roter Kuppe. Wir sind hier fast oben auf der Spitze und der Berggasthof, zu dem wir jetzt gehen, heißt auch Roter Kuppe. Anja hat uns gerufen, sie ist auch die Betreiberin und die hat wirklich massive Probleme. Alles andere später. Sie weiß nicht, dass wir kommen. Von daher machen wir uns jetzt auf den Weg und werden sie überraschen. Los. Okay. 1A Lage hier. Guckt euch das mal an. Spitzenmäßig. Auf der höchsten Stelle. Und auf einer Wanderroute. 1960 erbaut, ist der Berggasthof unter Ausflüglern Kult. Der dazugehörige 21 Meter hohe Turm wurde erstmals 1890 errichtet. Durch die außergewöhnliche Lage und die Verbindung zum Tourismus könnte das Lokal eine Goldgrube sein. Könnte. Hallo. 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 Grüß dich. Nee. Hi. Hi. Aber ich will mal so machen. Als Frank gerade vor mir stand, da war ich erstmal sprachlos. Jetzt geht's los oder was? Ich bin jetzt da. Jetzt wird mir ganz komisch. Ehrlich? Ja, echt. Schön, dich mal hier zu sehen. Ja, hallo? Ja, hallo, ich bin die Mama. Ja, hallo. Hi. Oh Mann. Du heißt? Ramona. Ramona. Ja, einfach Ramona. Einfach Ramona. Was denn, was ich sagen soll jetzt? Einfach freuen. Ja, ich freue mich hier auch, aber ich habe lange gewartet und... Hier ist auch jemand, habe ich gesehen. Guten Tag. Tag. Dennis. Ja, Dennis, ich habe dich gerade schon gesehen, du bist hier hin hergelaufen. Dann dachte ich, sag ich mal hallo, da krabbelt ja noch einer rum. Wer ist das? Der Mann. Ah, hi. Hallo, ich bin Marcel. Ja, grüß dich. Schön. Hallo Marcel. Ja, hi. Ja. Ja. Schön. Ja, wir quasseln gleich nochmal, ne? Was ist los? Erzähl mal. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel. Ja, es ist so viel. Ja, erstmal als, als Überschrift. Meine Küche. Ich habe ein Problem mit meiner Küche. Aha, was? Ja, Essen nicht gut, Essen kalt. Ja, es ist Essen, hauptsächlich das Essen. Und... Also, zuerst läuft das Geschäft. Teils. Es lief gut, es wird aber immer weniger. Mhm. Und ja, da mache ich mir ja schon so meine Gedanken. Ich habe ganz viele Stammgäste verloren und habe halt viel Negatives von draußen gehört. Ist das jetzt hier Eigentum oder ist das gepachtet? Nee, das ist gepachtet. Ja. Also der Rhön-Club Nordheim verpachtet die. Der Rhön-Club? Rhön-Club Nordheim. Mhm. Mhm. Das ist was? Ja, es gibt einen großen Rhön-Club. Mhm. Der hat ganz viele Zweigvereine. Mhm. So, und jeder Rhön-Club hat so seine Wirtschaft oder seinen Berggasthof, seine Hütte hier in der Rhön. Verstehe. Und die Roter Kuppe gehört halt dem Rhön-Club Nordheim an. Wie lange betreibst du das jetzt hier? Ich habe angefangen hier im April. Habe allerdings 5 Jahre hier oben schon immer mit gearbeitet. Ja. Und meine Chefs haben aufgehört. Wie gesagt, ich habe im April übernommen.
Arbeitest du ja auch oder hilfst du ja auch? Ja, ich helfe so viel, wie ich kann. Mutter Ramona hilft im Service, Ehemann Marcel kümmert sich trotz Vollzeitjob um die drei Kinder. Denn Anja investiert alle Zeit in den Gasthof. Für nichts, denn der Gewinn ist gleich null. Ich lebe von dem Lohn meines Mannes. Was macht der beruflich? Der ist Haustechniker. Mhm. Ist ein ziemlich sicherer Job. Eigentlich auch ein guter Job. Ja. Geregelte Arbeitszeiten, so kann ich immer, weil ich ja nun fast nie daheim bin. Du hast Kinder? Ja, drei. Drei Jungs. Und keine Zeit für die Kinder gerade? Nee, momentan gerade. Kannst ruhig sagen, seit Monaten. Ich habe die Weihnachten das letzte Mal gesehen, alle drei. Auch nur gerade mal hier eine Stunde zur Bescherung. Warum Weihnachten das letzte Mal? Ja, weil ich immer hier bin. Ich bin immer hier. Aber du fährst doch abends nach Hause, oder? Nein, das bringt nichts. Wie, du fährst abends nicht nach Hause? Ich bleib hier, bis ich abends fertig bin und die Wirtschaft in Ordnung habe. Wenn ich dann heimfahre, das ist noch mehr Stress für mich. Seit Monaten. Ja, und das geht seit Monaten so. Seit August war ich überhaupt nicht mehr daheim. Schwierige Situation, ne? Ich habe immer gesagt, ich bin für meine Kinder da. Meine Kinder sind an erster Stelle. Meine Kinder stehen an erster Stelle für mich. Aber es kommt vielleicht für viele auch nicht so rüber, weil ich halt nur noch hier in dem Laden bin. Dann zeig mir doch mal den Laden. Fangen wir mit der Küche an. Fangen wir mit der Küche an. Ja. Alles klar. Okay. Jo. Also, unser Koch, der Dennis. Ja. Oder mein Koch. Oder so. So, das ist die Küche. Und die sieht gut aus. Hier lässt es sich arbeiten. Probleme gibt es trotzdem. Du bist wie lange Koch schon? Seit 25 Jahren. 25 Jahre schon? Ich habe 90 genannt. Oh. Also schon ein alter Hase, ne? Denke ich, ja, ein bisschen schon, ja. Ja, ja. Gut, für mich war es dann die Umstellung. Es sind viele Fehler passiert, gerade in der Einstiegsphase im letzten Jahr, als ich mich dann angeboten habe. Ich habe ja noch mein eigenes Unternehmen als Partyservice und lass mich ja von der Anja mieten, als Mietkoch. Ach, du hast ein Catering-Unternehmen. Ich habe ein Catering-Unternehmen, genau. Ich bin eigentlich ein Buffetkoch. Als Mietkoch wird Dennis stunden- oder tageweise gebucht. Normalerweise sollte ein Mietkoch nur Engpässe abdecken, statt eine Küche zu leiten. Hier kommen die Bons rein. Man muss die Gerichte alle Minute zubereiten. Das ist eine ganz andere Herausforderung für einen, als wenn man Buffets kocht. Das ist dann wirklich so, man hat viel weniger Zeit, steht mehr unter Druck. Buffet heißt für mich, einen Tag vorbereiten, einen Tag warm machen, zu den Gästen liefern. Das ist viel, eine ganz andere Geschichte. Jetzt sagt die Anja, das Geschäft läuft nicht, weil das Essen nicht schmeckt. Was hast du denn dazu? Gib nur das dann halt auch wieder in die Küche, was ich von den Gästen zu hören krieg. Ja, also, das was wir aber wissen, sind die schlechten Sachen immer, dass die sich am schnellsten rumsprechen. Ja, habe ich ja gesagt. Halt, ne? Die schlechten also, Sachen, die gehen ja, immer nach draußen. Richtig. Das Gute ist normal für die Leute, das verlangen die, dafür gehen die essen. Ich habe auch gesagt, dass ich dann schon bei mir die Schuld suche, dass es auch anders werden muss. Wir sehen uns später. Ja, klar. Gastraum? Ja, da gehen wir hin. Okay, Gastraum. Das Frank hier ist, also mich freut es wirklich sehr. Das kann eigentlich nur von Vorteil sein, ne? Dass Anja oder uns das jetzt da geholfen wird. Wo sind die Fehler? Was tritt auf? Vielleicht sind ja auch Fehler, die von Anja erkannt werden oder gedacht werden, die vielleicht gar keine Fehler sind. Ne? Das erhoffe ich mir halt, dass ich nicht alles in der Küche eben verkehrt mache. Wer ist der junge Mann hier? Das ist mein mittlerer Sohn, Justin. Ehrlich? Ja. Hi, Justin? Ja. Was machst du gerade? Sag mal Tag. Weißt du, wer ich bin? Wer bin ich denn? Rosin. Ja. Ja. Was meinst du, was ich hier mache? Helfen. Ja? Und findest du das gut? Ja. Wirklich? Super. Schmeckt es dir hier? Mittel. Was schmeckt dir zum Beispiel nicht? Also einmal war die Soße, da war viel zu viel Salz drin. Ach, ehrlich? Wie schmecken denn die Pommes hier? An denen war auch manchmal viel zu viel Salz drin. Ehrlich? Das ist doof, ne? Was ist dein Lieblingsgericht? Ein Rumpsteak. Ein Rumpsteak. Hast du das hier schon mal gegessen? Ja. Schmeckt dir das hier? Ja? So ja oder so? Ja. Ja. Ich finde es schön, dass der Frank uns hier hilft. Da können sie damit sie mehr Geld verdienen und uns Klamotten kaufen können. Später, ne? Ja. So. Ach, jetzt geht's hier rein, ne? Ja.
Insgesamt könnte man hier im Hauptraum eigentlich über 70 Gäste bewirten. Das ist bestimmt schon 40, 50 Jahre so, wie es ist. Ja. Pass mal auf, du hast hier den größten Garten, den es, wie man sich denken kann, vor dir, nämlich die Rhön. Mhm. Die Frage ist doch, wie stelle ich denn das in Szene, was vor der Haustür ist? Ja. Ach mein Gott, ich habe so viele Ideen, es rattert schon. Wo geht's weiter? Was habt ihr noch? Wo pennst du eigentlich, wenn du hier bleibst? Im Turm, oben drin, im Turmzimmer. Dann zeig mir das noch mal, können wir uns in Ruhe unterhalten. Ja? Alles klar, gehen wir okay. mal hoch. Jo. Bis gleich mal, ne? Okay. Jo. Normalerweise kostet die Turmbesichtigung 50 Cent. Für den helfenden Sternekoch ist sie natürlich gratis. Es geht in eines der zwei Gästezimmer. Hier im Turmzimmer könnten Touristen nächtigen, wenn Anja es nicht besetzen würde. Also man spürt eine totale Hilflosigkeit. Wie sieht das bei dir aus? Es steigt mir wirklich alles über Kopf momentan. Ich will es nicht aufgeben, ich will aber auch meine Familie nicht verlieren dadurch. Nach 5 Jahren als Servicekraft übernahm Anja die Chefrolle, ohne das nötige Know-how. Ihre Söhne leiden unter diesem gewagten Schritt am meisten. Ich finde blöd, dass bei der Baba so viel arbeitet, weil sie soll auch mal zu Hause sein. Anjas Mann kümmert sich trotz Vollzeitjob um die Jungs. Mein Mann macht alles. Der ist. Ich kann für was? Für was macht er alles? Der macht für meine Kinder alles. Ja, und für was macht er alles? Um was zu erreichen? Der macht da, wenn ich es jetzt mal einfach sage, der macht all das, damit es ja keinen Krach zwischen uns gibt. Ist so. Weil es gibt jeden Abend Krach. Immer wenn er herkommt. Es gibt jeden Abend Krach. Es gibt jeden Abend Krach? Ja. Es gibt keinen Abend, wo es keinen Krach gibt. Warum? Der einzigste Punkt ist eigentlich nur die Küche. Es geht immer um die Küche. Weil ich mich reinsteige, wenn ich sitzen gelassen werde von der Küche und dann da alleine da stehe, da rege ich mich wieder über meinen Koch auf oder wenn meine Küchenhilfen irgendwie irgendwas nicht auf die Reihe kriegen. Ich steige mich so rein. Ist vielleicht auch ein Fehler, das mag sein. Ich steige mich da so rein und dadurch, dass er so ruhig ist, bringt er mich immer noch mehr. Ein Mann, der dir den ganzen Rücken frei hält, scheißt du zusammen, weil die Küche nicht läuft. Ja, ich weiß, das. Ich weiß. Ich find's doof, dass Mama und Papa sich manchmal streiten, weil manchmal bin ich traurig. Ich find's blöd. Ich gehe sonst dran kaputt. Wenn ich das alles in mich reinfresse, ich muss doch mit irgendjemandem darüber reden. Es ist auch falsch. Ja, ist falsch. Das ist schon falsch. Ich weiß, dass es falsch ist. Was ist das hier für dich? Meine Arbeit, mein Job. Ist dir das hier so viel wert, dass du deine Familie so sausen lässt? Mein Traum, als ich den Laden übernommen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist das, was du gerne machst, das ist das, was dir Spaß macht. Und da sagt sie, ja, da könnte ich meine ganze Freude und Liebe und Energie reinstecken für meine Kinder, für meine Zukunft, damit wir uns mal für die Zukunft was aufbauen und dann weiß ich wenigstens, für was ich arbeite. Und ich frage mich, was dich einfach dazu bewegt, so ein Unternehmen zu führen und zu leiten. Weil du hier gekellnert hast. Weil ich hier gearbeitet habe. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung mehr. Man liegt abends im Bett und weiß genau, okay, Kinder zu Hause, du bist wieder alleine hier. Und jeden Tag das Gleiche und es ist schon blöd. Mann, 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 die ist aber am Anschlag, wa? Sieht ihre Kinder nicht, schläft nicht zu Hause, hat nichts zu tun. Und angeblich ist nur der Koch schuld. Das ist mir eigentlich zu einfach.